Soll ich euch eine kleine Geschichte erzählen? Ja. Und zwar kennt ihr doch dieses schöne Wort Cock, oder? Jeder weiß, über was ich gerade rede und sowas. Ungefähr, ja. Ja, natürlich. Da gab es so eine schöne Star-Köchin. Also was ich mir auch manchmal anschaue, sind ja so schöne Promi-Dinner-Geschichten oder sowas. Promi-Dinner? Ja, wo ich unter anderem auch einiges gelernt habe. Und da gibt es eine Sarah Wiener. Kennt ihr die? Nein. Nee, ist ja egal. Vielleicht. Auf jeden Fall ist es, es gibt ja nicht viele Frauen so in, sowieso sehr, so ein Koch, gute Köche gibt es ja nicht viele Frauen davon. Meistens sind das erstaunlicherweise Männer, obwohl man immer sagt, Frau Gärten, die Köche. Ja, klar. Meisten Köche sind komischerweise Männer. Ja, mit Abstand sogar. Also die hauen alles in den Schatten. Auf was ich hinausgehen wollte, die war in Großbritannien eingeladen bei so einem englischen Star-Koch. Mhm. Und, dann ging das, war alles voll lustig. Die haben sich gepusht, alles drum und dran, wunderschön. Scheiße, ich werde gerade voll von den Creepern verfolgt. Und die Moral der Geschichte war, am Ende wollte sie sich bedanken, dass er voll der gute Koch ist und so. Okay. Und dass er viel gelernt hat und so. Und dann meinte der, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, you are a pretty good cook. Also knallhart, aber sie hat es nicht gecheckt. Oh, wie geil. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob die das mit Absicht gemacht haben, weil von ihr kommt jetzt eine DVD raus, also Sarah Wiener on Tour heißt es, da wo sie immer eingeladen wurde in Europa. Also sie fängt irgendwo an in Europa und hört dann irgendwann in England auf. Und genau diese Szene, wie der englische Koch reagiert hat, ist nicht auf dieser Livestream-Übertragung drauf. Nur auf der DVD, die bald rauskommt. Ja, deswegen wahrscheinlich kann es, Absicht, ja. Und wahrscheinlich war das sogar Absicht, einfach so just for fun. Ja, ein bisschen Promo ist immer gut. Genau. Aber es war ja nichts Schlimmes, also heutzutage ist es ja easy going. Kann jedem passieren. So ja, sag ich auch. So right. So left is so right. Ja, also. I got it from my mama. Boah, wer war denn das? Das war dieser Friseur, gell? Ja, das war so ein ganz bekannter Friseur. Udo Lindenberg, nee. Udo. Nein, das war. Die Sendung war über Jürgen Drews. Ja, aber wie hieß es denn? Boah, kennst ihn doch. Ich kenn seinen Namen. Hä? Seinen Namen kenne ich nicht. Du kennst ihn nicht? Der hat so ganz bekannte Friseurartikel zu verkaufen. Da verdient er sich dumm und dämlich. Ganz viele Promis Frisuren gemacht. Mit W, glaube ich, fängt er an. Wiener Walter. Boah, ist das gerade peinlich. Ah, ein Walter war doch bei dieser komischen Sendung dabei, wo sie Frauen sich ausgesucht haben. Oder war das nicht Walter? Ah ja, das war der Walter, genau. Dieser perverse alte Mann. So gut. Wie hieß die Sendung? Oh, ich weiß es nicht. Oder so. Traumfrau gesucht, auf jeden Fall im Ausland haben da so ein paar Männer versucht, so eine TUS abzuchecken. Auch durch so eine Community und alles drum und dran. Und ich glaube, die haben in Ungarn angefangen und haben sich immer weiter nach Russland vorgearbeitet. Ja, so war's doch. Wir haben es doch zusammen angeschaut. Okay. Und was hat er dann gemacht? Der alte Mann war voll pervers die ganze Zeit so. Beim ersten Treffen schon knutschen und alles drum und dran und voll dominant, also so aufdringlich. Oh, das war so krank. Das war so krank. Übel, Mann. Sascha, ich mach mal deine Öfen wieder voll mit Glas. Ich hab ganz viel Sand und ganz viel Kohle. Boah, aber ich hab kein Glas mehr. Deswegen mach ich's doch grad rein, Mann. Was ist dein Problem, Digga? Es ist noch so viel und ich glaube etwas Scheiße gemacht. Schon wieder? Du machst öfters wieder Scheiße. Die Ecken stimmen bei mir nicht ein. Die Ecken? Aber weißt du, das muss vielleicht so sein. Dass die Ecken nicht übereinstimmen? Ja. Glaube du nicht. Hast noch gar nichts provisorisch hier eingerichtet, oder? In deinem Haus. Da ist nichts drin, oder? Boah, das ist alles leer. Boah, sieht das hässlich aus, wenn man nach oben schaut. Da ist ein Creeper im Haus, Digga. Was macht er da? Boah, da ist ein Creeper und ein Enderman. Auf jeden Fall ist da zu wenig Beleuchtung, so wie es aussieht. Ja, ich troll mal, mach ein Loch einfach. Das ist egal, mach ich auch mal. Ein Loch? So, oh, ihr Freunde wartet schon auf mich. Na gut, ich habe Geschenke für euch dabei. Ein Schwert in die Fresse. Was? Ein Schwert. Hinter dir, Creeper! Boah, ich hab dich voll erschrocken, Mann. Boah, und ich hab alles aufgenommen unter dir bei dem durchsichtigen Glas. Boah, da ist ja die Hälfte des Hauses weg. Das ganze Haus ist weg. Was macht er da oben? Oh, du hast Schaufeln, die Schaufeln rück ich dir ab. Eieieiei, und die Schafe lachen mich aus. Ja, ich habe auch deine Erfahrungspunkte, aber das ist ja nicht so schlimm, weil du fängst ja sowieso nichts damit an, oder? Mhm. Danke, du bist ein Engel. Das ist kein Engel, Mann, ich hab alles, ich brauch so viel Glas, Mann.
Oh oh, Alter. Unsymmetrisch, das gefällt mir ja nicht. Oh oh. Da ist wieder ein Fehler, Sascha. Wo? Hier. Du meinst ein Creeper-Fehler oder? Nee, ein Baufehler. Aber kein Problem. Für was bin ich denn da? Also nicht alle meine Sachen, ich hatte doch mehr Sachen. Zwei Schaufeln habe ich dir abgerippt. Mhm. So. Ah, aber hier war das. Willst du Schaufel haben? Ich glaube, ich habe noch eine. Also wenn ich jetzt Creative Mode hätte. Ja, das alles. Der macht die ganze Zeit Werbung für seinen Creative Mode. Boah, das muss ich mal sehen. Ah, bin ich dumm. Boah, das ist ja ein halbes Haus, Mann. Sieht fast schöner aus. Nicht so aggressiv. Wie nach einem Kriegsgebiet. Kriegsgebiet? Ja, voll krass. Laber. Warum ist ein Enderman im Haus? Das checke ich nicht, Mann. Das ist doch ein Haus. Wow. Timo der Beste, ich am Arsch. Wow, das ist zu schnell passiert. Timo der Beste ist im Arsch. Na warte, du. Ach du Scheiße, Jungs, wir brauchen Glas des Grauens. Also wenn ich diesen Creative Mod hätte, würde ich auf jeden Fall unser Gewächshaus richtig, richtig fett machen. Ich wäre schon mit meinem Herz vor 10 Minuten fett fertig. Weißt du, was die Moral der Geschichte ist? Dass das Gewächshaus, was du gebaut hast, war ja ungefähr halb so groß, wie ich gebaut habe. Ja. Dann habe ich das gebaut, dann habe ich einfach mal das Dach aufgeschlagen, um zu testen, ob wir da überhaupt einen Monsterbaum pflanzen können. Jetzt haben wir da einen Monsterbaum und der ist genauso doppelt so groß, wie ich gebaut habe. Also haben wir da beide voll keine Gefühl gehabt. Extrem. Aber gut, Sascha, ich habe hier Kohle ein bisschen. Echt? Eine Kohle. Also eine Kohle brauche ich. Ja, boah, ich hätte gleich nochmal einen Ofen machen können. Okay, hier wird gespawnt, hier fällt noch nichts runter. Da darf noch nichts runterfallen. So. Wie geht's euch eigentlich, Jungs? Voll kacke, ich wurde von einer Spinne getötet. Schon wieder. Scheiße. So, wo sind jetzt meine Schuhe und meine Hose? Hallo? Hast deine Schuhe und deine Hose? Hast du Schuhe und Hose? Liegen noch draußen, so viele Steine. Boah, du blöde Spinne. Na, warte. Ich lösche deine ganze Familie aus, ich merk's dir. Merkst dir. Ich lösche deine ganze Family aus. Das ist auch voll der Aslak-Spruch. So Gangsters. Okay, auf jeden Fall funktioniert's. Gut. Oh. Du wolltest mir Kohle geben, stimmt's? Ich hab schon alles, was ich hatte, in den Ofen geschmissen, Sascha. Wo ist der Ofen? Ja, draußen. Ich habe auch Sand reingeschmissen, das habe ich dir gerade erzählt und du hast mir nicht zugehört. Boah, shit, Alter, Mann. Du hörst mir den ganzen Tag nicht zu, Bruder Jakob. Nein. So ein riesen Loch hat er hinterlassen. So. Genau so wollte ich das. Und dann kommt er da nicht mehr weiter. Und dann mache ich ihn tot. Okay, dann aber warum hast du ihn so spät gesehen? Oh Mann, das ist ja behindert. Oh. Ich dachte, ich mache hier zack, zack und mein Herz ist fertig, aber ohne Creative Mode ist es natürlich nicht so einfach. Natürlich nicht. Man muss sich immer nach oben kämpfen. So süß. Wie er bettelt, oder? Nein, es ist nur so. Das ist sehr, mehr ist es. Freundlich. Nein, nicht. Anmerkung. Nein, keine Anmerkung. Das ist Realität. Ja klar, das ist Tatsache. Realität? So ist es einfach. Rehabilität. Das ist viel einfacher. Okay, ich habe die Wand fertig. Sieht jetzt wieder beschissen aus. Aber ist gut. Jetzt brauche ich nur Kohle und Glas. Dima, du hast keine Kohle. Nein, ich habe nur roten Stein. Wenn du brauchst, komm vorbei. Boah, wie wichtig Kohle doch eigentlich ist. Ja, ohne Kohle geht gar nichts. Nö. Shisha rauchen ohne Kohle ist auch für den Arsch. Shisha rauchen ohne Kohle ist für den Arsch. Auf die Bank zu gehen ohne Kohle ist für den Arsch. Vielleicht finde ich da in hinter den Club zu gehen ohne Kohle ist für den Arsch. Ja, ohne Kohle ist allgemein, du kannst keine Frau ohne Kohle ansprechen, habe ich gehört. Ach, du kannst schon, aber ob du dann was davon hast, ist eine andere Frage. Ja, ist wahrscheinlich nicht. So, und diese Kohle meint ihr? Okay. Welche Kohle hast du gemeint? Ich habe Kohle mir vorgestellt. Ja, die Kohle wie bei Minecraft. Ach so, Minecraft. Ihr meint ja die Kohle. Oh. Wo schreist du so? Der hat mich umgebracht. Warum schrei ich so? Okay. Alles klar. Naja. Glaub's ja nicht. Verdammt Scheiße. Wer ist eigentlich bei uns wieder vor der Tür? Ich glaube, wir kosten uns nach der Reihe ab. Naja, das kann's doch nicht wahr sein, Mann. Das funktioniert nicht wegen diesem hässlichen Glas.
Ich glaub's ja nicht, Mann. Na, jetzt kommt noch eine Spinne hinter mir und verfolgt mich. Da oben ist ein Creeper, verpiss dich doch, Mann. Das fasziniert mich. Wir sind das verfluchte Dreieck. Ja, ich bin doch schon tot, Mann. Du Drecksspinne, Mann. Was ist dein Problem, Mann? So. Und die Dio versucht brav zu bleiben, weißt du? Komm her. Wer hat denn das gemacht? Bei welchem Film dieses? Komm her. Ich schlag dich gleich, weißt du, was ich meine? Boah, das kommt mir bekannt. Du kennst es auch, gell? Nee. Komm her. Ja, genau. Ja, du weißt, was ich meine, Sascha. Mit den Händen, Mann. Ja, komm her. Wenn die Packe dicht wären, dann hätten wir uns noch dran erinnert, Mann. Schauen wir auch immer besoffen Filme an. Nein, Spaß. Nee. Also, das ist eine richtige Lüge. Echt? Ja. Ja, aber wo war die Szene? Wo die Szene war, ich Such weiß mal nicht. Nach einem Film namens Komm her. Nein, nein, das war eine Frau, glaube ich sogar. Ich weiß nicht genau, wo das war, aber Ach, du weißt? Warte, jetzt muss ich dran denken, bis ich... Ja, Sascha, du weißt, was ich meine, gell? Mhm, ich habe so ein Bild, komm her. Ah, ich weiß es! Eddie Murphy war das, Eddie Murphy, Big Mama. Echt? Oh mein Gott. Oder so, Eddie in der Murphy, Art, auf Big jeden Mama Fall. Big Mama ist doch nicht Eddie Murphy, Mann. Nein, nicht Big Mama, die Frau, wo die angebracht hat. Komm her, jetzt bist du keine Pussy mehr. Ja, nein, das war bei Dinger, bei Eddie Murphy mit Dinger, auf jeden Fall. Eddie Murphy war das mit diesem komischen Ding, wo der schizophren war. Also einmal hat er den Eddie Murphy gespielt und einmal den dicken Eddie Murphy. Dr. Doolittle, genau. Ah. Genau, und dann hat er gesagt, komm her. Der dicke Bruder war das, genau, jetzt verstehe ich das. Alter, was wir hier für eine Welt schon aufgebaut. Was mit dir los? Ich guck mein Herz an und du explodierst einfach so. Lass mich doch erst gucken, bra. Bra. Brief. Okay, Kohle habe ich ein bisschen gesammelt. Ah, da ist ja noch was. Ah ja. Das 13? Boah, das wird knapp. So sieht doch kein Herz aus. Das muss es doch nach oben gehen, oder nicht? Aber hier ist noch so viel Land bei uns hier. Boah, so viel Fläche. Naja, ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Bin sehr gespannt. Ja, ich bin gespannt, weil du die ganze Zeit Werbung machst. Nein, das sieht nicht gut aus bis jetzt. Das ist keine Werbung. Keine gute Werbung. Nix. Diese. Ich weiß nicht, wie ein Herz aussieht, wie peinlich. Naja, also, das ist rot. Also, Hauptsache ist es rot. Das ist schon mal nicht. Ja, also. Es ist schon mal gut, wenn es gut ist. Ich hab's entdeckt. Das heißt, es schlägt Blut. Oh. Ich hab noch eine Schaufel. So, und das heißt, ich müsste eigentlich hier nur noch nach oben gehen. Okay. So. Und so. Jeder schiebt seine eigene Action gerade. Ja, immer dieses konzentrierte Abzählen und Machen und Tun. Ja, leider ist es echt nicht vermeidbar. Was war dein Lieblingsfach, Fabi? Mein Lieblingsfach, Technik, mit Abstand. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß nicht, ob man das verraten darf. Darf man das verraten? Ich habe nie Technik interessant gefunden. Du hast hier vielleicht etwas Neues? Technik hast du nicht gut gefunden? Bei mir war das nur Kunst und Geschichte, fand ich interessant. Echt? Also Technik? Boah, niemand konnte mir das Wasser reichen. Ja, oder das glaube ich, ey. Das war genau mein Ding. Der war echt cool, also der hat mich so gemocht, dieser Mann. Weil, oh mein Gott, Creeper, oh mein Gott. Da läuft man durch das Zuckerrohr, man sieht nichts und auf einmal steht ein grüner Creeper vor einem. How much gruselig ist denn das? Hey, gute Idee mit diesem Busch, aber ich glaube, es funktioniert. Diese scheiß Viecher, okay, Entschuldigung, mit meiner Aussprache, aber die Kinder daran gehen da. Daran bin ich schuld. Wie bitte? Daran bin ich schuld, oder? Hab die infiziert. Ich meinte die Tiere, die man weiß bei unserer Farm. Mhm. Die sind ja schon am Start, aber die jumpen immer noch hin und her, gell? Schade, dass sie nicht wirklich hundertprozentig in ihren Zäunen bleiben. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein Zeichen der Dummheit, oder? Von den Tieren? Ja. Ja. Ja? Ja, ich hab mir gedacht, als nächstes baue ich uns eine Legebatterie. Also sprich für die Hühner. Weißt du, was ich meine? Dass die da rumschwimmen können, oder was? Dass sie rumschwimmen und einfach nur diese Eier droppen. It's nice. Drop the eggs. You know what I mean? Oh mein Gott, hier waren doch Setzlinge, jetzt sind sie weg. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Was brauchst du Setzlinge? Ich dachte, ich hebe sie auf, damit sie nicht rumliegen. Voll unnötig eigentlich. Übel. Weil die waren gar nicht mehr da. Irgendwie. Die Setzlinge? Ja.
Boah, ich brauche noch ein Glas. Ich habe ein Glas zu wenig.